Also, heute gibt es wieder mal neue Sachen. Ich würde sagen, ohne viel zu reden, schauen wir uns das direkt mal an. Und oben sieht man schon das Jack Skellington Paket. Und ich kann direkt mal sagen, das ist wohl scheinbar ein Charakter aus einem Film. Also, das stand auf jeden Fall so ähnlich auf Google. Irgendwoher kam es so bekannt vor. Und ja, hier ist jetzt der Jack Skellington. Und ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein. Also, hier einmal das Kinn. Sehr interessant gemacht. Sieht auch relativ ähnlich aus wie das, was ich gerade auf Google so gefunden habe. Und dann gibt es hier dieses Rückenaccessoire. Das ist wohl scheinbar auch irgendwie aus diesem Film. Auch eigentlich ganz cool gemacht. Und dann gibt es hier einmal die Zuckerstangenschirmhacke. Okay. Einfach hier so eine Zuckerstange an diesem Regenschirm dran. Und dann schlägt er damit, aber verkehrt herum. Eigentlich auch ganz lustig. Und dann gibt es hier noch Jacks Schlitten. Oha. Irgendwie gibt mir das schon so ein bisschen Weihnachtsvibes, auch wenn es nicht so wirklich danach aussieht. Wobei doch ein paar Geschenke sind hier drin. Und dann gibt es hier noch Lock, Shock und Barrels Wanne. Okay, das sieht sehr gruselig aus. Einfach eine Badewanne, die umhergeht. Ja, interessant. Und es gibt sogar noch ein Boot. Oh, mit einer Grimasse. Am Ende dreht er sogar noch seinen Kopf für. Es sieht echt gruselig aus. Ich glaube, das Kind hat sogar noch einen zweiten Stil. Oh, Weihnachtsjack. Einfach mal hier im Weihnachtslook. Okay. Nices Zeug da drunter. Dummy nochmal zurück. Jetzt nichts Besonderes. Mit passender Hacke. Ich glaube, das Zeug kennt schon jeder. War jetzt so knappe 2 Monate nicht hier. Raptor ebenfalls. Velocity. Und hier gibt es noch Crash Test, die Lackierung. Und das war es, glaube ich, auch schon. Stummer noch. Ich glaube, das ist alles hier. Ab knapp 2 Monate nicht hier gewesen. Speck Ranger hier vorne. Jetzt auch knappe 2 Monate nicht am Start. Überschall einen Monat. Und dann gibt es den Chopper Gleiter ebenfalls nach einem Monat. Fußfinesse, auch nur einen Monat her. Genauso wie Jonglieren. Auch einen Monat nicht am Start. Aber es gibt auch noch was Seltenes. Schattentraining. 342 Tage lang war das nämlich nicht hier. Also schon gut selten. Ja, der Rest ist halt gleich geblieben, wie man sich auch schon denken konnte. Also echt viel Zeug am Start. Aber natürlich, das Paket oben ist heftig.